Ja, im letzten Jahr trainierte bei BC Lions ein Spieler, der jetzt bei der deutschen Nationalmannschaft, also beim Lehrgang dabei war. Ja, genau, richtig. Der heißt Jason. Also der hat bei uns für zwei Jahrgänge gespielt, bei der U14 und bei mir bei der U16. Ich kann sagen, ich habe ihn so mit ausgebildet und mittlerweile hat er bei den, wie heißt das nochmal, bei JBBL hat sich da angemeldet und wurde da gesichtet und ist jetzt bei der Nationalmannschaft. Bei der Nationalmannschaft. Okay. Und der spielt jetzt auch diese Saison bei Alba Berlin, ja? Ja, er spielt bei Albas. Das ist ein JBBL-Team. Also. Eine Mischung von dem Bass und von Alba Berlin. Okay. Und ja, also sein Ziel ist nächste Saison ganz bei Alba zu spielen, bei JBBL, bei Alba und Oberliga zu spielen. Also, aber ich denke, der hat Talent eigentlich, um nicht nur Oberliga zu spielen, sondern auch Profi spielen zu können. Hat man dieses Talent gleich gesehen? Ja. Ja. Also, der hat eine Sache, dass man nicht trainieren kann. Es ist Größe und Physik. Der hat einen Körper von einem 22-jährigen alten Mann oder so. Und der war 13 Jahre alt, als er zu uns kam. Und wir haben halt das entwickelt. Und welche Fähigkeiten bringt der Spieler mit? Welche? Welche Fähigkeiten? Also was kann er gut als Spieler? Der kann vieles gut, aber ich denke, das, was ihn einen sehr guten Spieler macht, ist seine Verteidigung. Weil der ist sehr, sehr groß, der ist sehr, sehr breit und der liest die Verteidigung sehr, sehr gut. Das andere, was er auch sehr gut kann, ist lernen. Er lernt sehr schnell mit dem Drills, Angriff, Verteidigung. Er lernt das Spiel sehr, sehr schnell und das macht ihn einfach so einen wunderschönen Spieler. Ja, man merkt ja, dass auch solche Vereine wie BC Lions auch sehr wichtig sind für Ausbildung von jungen Spielern. Ja, oh ja. Also wir haben tatsächlich sehr viele Jugendliche und wir werden halt immer mehr. Aber das kommt dadurch auch, dass Basketball wahrscheinlich in Berlin wächst. Und die Leute suchen sich halt Vereine, nicht nur Alba Berlin, es gibt auch andere kleinere Vereine, so wie unsere. Und ja, die Jungs entwickeln sich. Und natürlich, wenn man solche Geschichten hört von Jason, dass wir ausgebildet haben und jetzt Nationalspieler ist, dann wollen natürlich mehr junge Spieler zu uns kommen.